Stöpselpost, 26.02.2019. Die erste Stöpselpost für dieses Jahr. Und wie kann man die besser beginnen als mit zwei riesengroßen Paketen? Zum einen eins habe ich mir tatsächlich selber gegönnt und zum anderen das andere, was hier oben drauf liegt, hat mir der Robert zukommen lassen. Und zwar kurze Geschichte dazu. Robert hat mir vor einiger Zeit mal eine E-Mail geschrieben, eine sehr umfangreiche E-Mail, mit so ein paar Problemen seiner Absauganlage, wo auch schon einmal die Turbine durchgebrannt war. Also das war eine lange Fehlersuche, um festzustellen, woran es da liegt. Ich habe mich da auch mehr oder weniger dazu berufen gefühlt, auch ein bisschen da zu helfen. Wir haben den Fehler tatsächlich auch gefunden. Die Absauganlage läuft jetzt nun endlich mal. Und als kleine Gegenleistung hat er da mit der Peggy was ausklamüsert, dass er mir da was zukommen lassen kann, als kleine Gegenleistung. Und das hat er auch getan. Das hatte ich auch vor langer Zeit mal gesagt. Es ist allerdings nie dazu gekommen, dass das in die Amazon-Wunschliste gekommen ist, weil ganz einfach die Preise zu hoch dafür waren. Und zwar rede ich hier davon, von LED-Röhren hier, um meine ganze Beleuchtung mal auf LED umzurüsten. Das ist jetzt gerade mehr oder weniger so ein bisschen das Problem geworden, dass ich ganz einfach noch nicht weiß, wie sich das Licht dann hier so wirklich so verteilt im Raum und so weiter, wie das leuchtet und so weiter, wie es jetzt auch mit diesen Kästen funktioniert. Daher war ich da ein bisschen skeptisch und hat das eigentlich ehrlich gesagt auch schon wieder zum Teil verworfen. Jetzt aber so für den Test hat er mir jetzt ganz einfach mal drei solche Pakete zukommen lassen mit jeweils zwei Röhren, mit allem drum und dran, was man dafür braucht, also auch diese Starter Schrägstrich mehr oder weniger Brücken, so dass man das Ganze betreiben kann. Also das wird für mich jetzt, denke ich, auch noch eine ziemliche Kabelei an diesen Dingern werden, um das Ganze so zu verkabeln, dass es auch funktioniert und nicht gleich die Sicherung rausschmeißt. Aber ich bin da jetzt auch zuversichtlich, dass es zumindest schon mal funktioniert. Wie das Licht dann wird, na, das müssen wir dann ganz einfach mal schauen. Ihr hattet euch ja auch dafür bereit erklärt, das Ganze als Projekt sehen zu wollen. Ich denke, das wird ein etwas kürzeres Projekt. Ich werde da jetzt auch nicht jedes Detail zeigen, was man jetzt für LED-Umbauten braucht. Aber ich werde das Ganze schon mal so Pi mal Daumen schon mal zeigen, wie das Ganze sich so im Groben verhält. Also nochmal riesengroßes Dankeschön an den Robert, der sich dafür bereit erklärt hat, das zu kaufen. Und ich bin da jetzt echt mal gespannt, wann das Ganze losgeht. Aber ich bin da jetzt zuversichtlich, dass es vielleicht schon eines der nächsten Projekte werden könnte. Ja. Paket Number 2, es ist gerade auch wirklich so eine wunderbare Symbiose. Der Robert hat mir was zukommen lassen als kleine Gegenleistung. Ich hatte das ja auch schon gesagt, meine Amazon-Wunschliste sollte eigentlich Produkte beinhalten, die nicht teurer als 13 Euro sind. In diesem Fall, das war zwar ein Zweierpack, der ging aber auch schon wieder in die Richtung, und wo ich sagte, ach nee, das ist mir zu teuer, nicht in die Amazon-Wunschliste. Es ist mir jetzt auch wieder viel zu häufig vorgekommen, dass ich das von anderen YouTubern sehe, dass die in ihrer Amazon-Wunschliste Dinge drin haben für 200, 300 Euro. Und da möchte ich doch jetzt auch gerade mal an der Stelle sagen, ich werde das schätzungsweise nie ändern, dass bei mir irgendwie Sachen in die Wunschliste kommen, die 200, 300 Euro kosten, weil ich glaube, das geht ganz einfach an dem Thema vorbei. Bei dem Thema Robert, dass er mir die LED-Paneele da zukommen lassen hat, ja, das ist noch ein Kompromiss, womit ich jetzt auch persönlich leben kann, weil ich habe ihm geholfen, er hilft mir in dieser Art und Weise weiter. Also das ist jetzt ein Kompromiss, den ich eingehen kann, aber jetzt von euch zu verlangen, dass ihr mir eine Maschine für 300 oder 400 Euro kauft, also das geht in meinen Augen ganz einfach am Thema vorbei. Dennoch möchte ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, das habe ich mir auch selber gegönnt, auch gerade so, ja, für das eine oder andere Projekt wird das sinnvoll sein zu besitzen und auch mal ein bisschen damit rum zu experimentieren, da freue ich mich auch sehr drauf. Wovon rede ich so lange hin und her? Wenn ich es jetzt rausbekäme, könnte ich es euch auch zeigen. Und zwar rede ich da von einem Makita-Maschinchen. So, stellen wir das mal kurz beiseite. Auch wenn ich jetzt gerade wieder einen Sustainer habe, den ich schätzungsweise nie verwenden werde. Ja, der ist ganz einfach mal dazu. Ich habe mir jetzt tatsächlich, nehme ich mal, wie geht denn das Teil jetzt auf? Ich habe mir jetzt nämlich mal eine Oberfräse gegönnt und von der Marke Makita, die haben ja ganz einfach auch viele von euch da draußen, und da, ich glaube, das wird dann auch nicht am Thema vorbeigehen, dass ich jetzt hier irgend so eine große Profimaschine rumstehen habe. Es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, jetzt hier an dieser Stelle eine
Maschine zu haben, die ihr zu Hause dann auch habt und vielleicht auch eventuell noch kaufen könnt. Ich glaube, das geht jetzt ganz einfach nicht am Thema vorbei, dass wir jetzt wirklich hier so eine Maschine haben, die jetzt nicht zu den Profimaschinen gehört, aber dennoch jeder zu Hause auch verwenden kann. Und gerade wenn man da ein Projekt sieht, was einem gefällt, was man mit diesen Maschinen machen kann, dann lohnt es sich natürlich auch, diese Maschine zu einem guten Preis nachkaufen zu können. Ich muss an dieser Stelle jetzt auch nochmal betonen, die habe ich mir auch selber gekauft, auch wenn ich es, glaube ich, schon 2-3 Mal angeschnitten habe. Die habe ich mir aber, muss ich dazu sagen, zu einem guten Preis ergattern können. Es gibt ja auf Amazon diese Möglichkeit mit diesem Warehouse-Deal. Und daher hat mich die Maschine nämlich tatsächlich auch nur 100 Euro gekostet. Ich glaube jetzt so, der aktuelle Preis sind sowas in die 150 Euro gewesen. Und Warehouse-Deals sind ja eigentlich so, ja auch zum Teil so ein bisschen, ja, verkannt, weil sie dann ja auch Maschinen beinhalten, die schon mal ausgepackt wurden, eventuell auch schon benutzt wurden. Es ist natürlich auch immer wieder die Gefahr dabei, dass hier irgendwelche Teile fehlen. Also ich kann das jetzt gerade noch nicht objektiv beurteilen, ob jetzt hier irgendwas groß dran fehlt. Es ist dieses große Set, was man ja auch auf Amazon kaufen kann mit diesen diversen Adaptern und Haltern hier. Also soweit ich das jetzt gerade überblicken kann, ist hier auch alles dabei. Vollständig und auch alles noch verschweißt. Also ich bin hier echt gerade der Meinung, dass ich da wirklich den besten Deal ever gemacht habe, weil die Maschine anscheinend auch nicht mal wirklich benutzt wurde. Schauen wir uns mal die Maschine an sich an. Hier ist auch alles noch, bis auf das der Korb jetzt hier drauf ist, ist jetzt hier gerade echt nichts zu erkennen, dass man sagen könnte, die Maschine hatte schon mal jemand in der Hand. Finde ich jetzt in jedem Fall schon mal absolut genial, eine Maschine zu einem wirklich sehr guten Preis bekommen zu haben, die eigentlich neu ist. Also da kann man jetzt wirklich nicht sagen, die Maschine wurde mal benutzt. Ach, ein absoluter Traum. Was ich mir natürlich auch dementsprechend noch dazu gekauft habe, ist natürlich ein passender Fräsersatz, der hier auch mit drin ist. Jawohl. Ach, den müssen wir jetzt auch noch auspacken. Der größere Witz an dieser Sache ist tatsächlich, dass dieser Fräsersatz, den ich hier habe, teurer war als die Maschine an sich. Also durch den Warehouse-Deal ist das ja recht günstig gewesen. Aber jetzt hier dieser Fräsersatz, der ist ja neu, original, obwohl ist die Maschine auch original verpackt, aber der war jetzt tatsächlich teurer als die Maschine an sich. Und zwar habe ich mir hier einen Fräsersatz von ENT gekauft. Der hat so diese Fräser drin, wo ich sagte, die könntest du gebrauchen, so Bündigfräser, Abrundfräser. Und ich glaube, so diese Sachen halt, die man wirklich jetzt so für die ersten Versuche brauchen könnte. Also das ist so das Set gewesen, wo ich sagte, ja okay, die Marke gefällt dir, hast du nur Gutes gehört, da kannst du den definitiv mal kaufen. Ich muss jetzt gerade eh mal sehen, ob sie sich wirklich auch so bewähren, wie ich es von euch immer wieder gehört habe. Aber ich bin da jetzt auch relativ zuversichtlich. Und gerade so Abrundfräser und so weiter sind gerade so diese Anwendungszwecke, wo ich sage, da könntest du definitiv eine Fräse gebrauchen. Gerade wenn ich so an die French Gliedhalter hier so denke, so die eine oder andere Kante abzurunden, noch abzuflachen, vielleicht noch irgendetwas zu gravieren oder sonstiges. Also daher wird, denke ich, die Fräse definitiv viel Anwendung finden. Und gerade was so das Abrunden angeht, jetzt wenn ich auch so an die Maschinentische denke, wird das definitiv viel Spaß machen und definitiv auch so die einen oder anderen Projekte nochmal ein bisschen erneuern oder mal einen neuen Schliff zu geben. Gerade wenn ich jetzt so da auch darüber nachdenke, wie viele Halter ich jetzt dann in Zukunft dann hier noch lackieren werde. Also da werde ich jetzt auch den einen oder anderen Halter noch ein bisschen abrunden, noch eine kleine Phase ranmachen, dass das vielleicht auch optisch noch ein bisschen mehr hermacht. Aber ich bin jetzt auch echt eigentlich schon ein bisschen hippelig, das Ganze mal auch auszuprobieren. Also, wie gesagt, ich denke, für den einen oder anderen wird das dann auch, naja, interessant sein, das zu sehen, wie ich damit arbeite. Ich bin jetzt aber auch echt gerade total hippelig, einfach mal die Maschine auszuprobieren. Damit muss ich jetzt gerade aber selber erstmal mit
mit mir kämpfen. Also wenn ihr euch wirklich Gedanken macht, irgendeine Maschine auf Amazon zu kaufen, schaut mal, ob ihr das Ganze nicht vielleicht per Warehouse-Deal vielleicht günstiger bekommt. Wie gesagt, ich habe hier eine Maschine zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen, auch wenn jetzt das Zubehör teurer war als die Maschine an sich. Aber das ist ein Kompromiss, den ich jetzt ganz einfach mal eingehen musste. Und ihr könnt jetzt gerade, denke ich, auch an dieser Stelle gespannt sein, wann die Maschine das erste Mal auftaucht. Vielleicht eventuell auch schon diese Woche. Sehen wir aber mal. Genial.